Rabe am Nest! Rabe am Nest! Ich habe zwei republikanische Jäger im Nacken. Kann sie nicht abschütteln. Erbitte Verstärkung! Hier ist Major Andri vom Rabentrupp. Stehe immer noch unter Beschuss. Leute, ich brauche hier unten wirklich Hilfe. Verdammt! Kann mich irgendwer hören? Ich höre euch, Major. Laut und deutlich. Ich weiß euer Timing wirklich zu schätzen, Commander. War mir echt nicht sicher, ob ich das hier überlebe. Was ist hier los? Wo kamen diese republikanischen Jäger her? Seht ihr das Schlachtschiff da? Trefft mich dort, dann bringe ich euch auf den neuesten Stand. Der Rest des Teams muss in 10 Minuten bereit sein, Captain. Verstanden? Sofort, Major. Willkommen an Bord der Executioner, Commander. Ich wünschte, ich hätte eine Willkommensfeier arrangieren können, aber wir brauchen sofort eure Hilfe. Ich bin hier, um die Kolto-Operation des Imperiums zu unterstützen. Was machen republikanische Truppen auf Manan? Uns allen auf die Nerven gehen. Colonel Cord hatte bei dieser Kolto-Operation alles im Griff. Wir haben direkt auf dem Wasser Minenplattformen abgesetzt. Das ist Spitzentechnologie vom Feinsten. Alles lief wie am Schnürchen. Ernte, Verarbeitung, Abtransport. Wir hatten Kolto im Überfluss. Die Selkath hatten keine Ahnung, was los war. Bis die Republik Wind von der Sache bekam. Wer ist Colonel Cord? Nie von ihm gehört. Mein neuer befehlshabender Offizier. Der Rabentrupp wurde kurz vor dem Beginn der Operation auf Manan seinem Regiment unterstellt. Als die Republik die schweren Geschütze rausgeholt hat, ging der Ärger mit den Einheimischen los. Die Selkath haben sich sogar gut genug organisiert, um unsere Kolto-Raffinerie zu übernehmen. Diese Station war unsere Operationsbasis. Und jetzt sitzen unsere Leute darin in der Falle. Einschließlich Colonel Cord. Alle unsere Plattformen sind isoliert. Es herrscht totales Chaos. Wenn wir diese Operation wieder auf Kurs bringen wollen, müssen wir zuerst die Selkath aus unserer Basis werfen. Aber das schaffe ich alleine nicht. Ich könnte da unten wirklich eure Hilfe brauchen. Egal, was ihr braucht. Egal was. Ich bin da. Ihr seid wirklich zu gut, um wahr zu sein, oder? Ich habe bereits angeordnet, möglichst viele Truppen in Marsch zu setzen. Wir müssen sie nur noch auf die Oberfläche bringen und... Major Andri, das erste Transportschiff, das wir geschickt haben, wurde beim Eintritt in den Orbit von Manan vollständig zerstört. Laut unseren Scannern durch republikanische Flugabwehrgeschütze. Sind die riesigen Geschütze auf diesem Schandfleck nur Zierde? Nehmt ihre Waffen aufs Korn und schaltet sie aus, verdammt! Können wir nicht. Wir wollten die Waffen gerade anvisieren, als sie von unseren Instrumenten verschwunden sind. Wie kann das sein? Verdammt! Keine Ahnung, was die Republik vorhat. Aber ich schicke da keine weiteren Soldaten runter, solange wir das nicht wissen. Solange diese republikanischen Hunde den Selkath helfen, sind alle unsere Bemühungen auf Manan buchstäblich ein Schlag ins Wasser. Das ist keine Option, zumal es andere Wege gibt, dieses Problem zu lösen. Alles klar. Was denkt ihr? Wir beide werden eure Basis zurückerobern. Eine kleine Fähre werden die Waffen der Republik nicht anvisieren. Ihr könntet Manan relativ unbeschadet verlassen. Gutes Argument. Und sobald wir die Waffen der Republik aus dem Spiel genommen haben, können wir Verstärkung schicken. Ihr habt den Plan gehört, Vondral. Ihr haltet hier oben die Stellung. Wir melden uns, sobald ihr gefahrlos Truppen absetzen könnt.
Schön, dass wir erneut auf eure Hilfe zählen können. Und jetzt zeigen wir diesen Kelpfreunden, aus welchem Holz wir geschnitzt sind, ja? Tun oben lato sag le vego, so dat wort grav es entfällt. Ich werde unsere Position auf Manan niemals aufgeben, egal wie viele Chancen ihr uns gebt. Das Imperium braucht mehr Kulto, als eure knausrige Regierung zu verkaufen bereit ist. Was soll ich lassen? Teto sot, apasa lako sotrit, oma leos. Hey, Fischfutter! Hier bin ich! Wenn ihr einen Kampf bevorzugt, sollt ihr ihn bekommen. Hoch mit euch! Macht diesen Saustall wieder einsatzbereit! Sofort! Talris, reaktivieren Sie diese Anzeige! Dar, Langstreckenkommunikation reaktivieren! Jetzt! Wir sind schon zu lange von den anderen Plattformen abgeschnitten. Colonel Cord, Sir, das ist... Ich weiß, wer das ist, Major. Wo bleibt die Verstärkung, die ich angefordert habe? Ich habe euch gerade das Leben gerettet, Colonel. Genau wie euren Soldaten. Wie wäre es mit ein wenig Dankbarkeit? In der Tat. Dann vielen Dank, dass ihr meinen Soldaten beim Sterben zugesehen habt. Also, wo ist meine Verstärkung? Ich weiß, Sie hatten ein paar Leute mehr erwartet, aber das war leider nicht möglich. Ein paar Leute mehr? Ich hatte Sie um eine Armee gebeten, Major. Würde ich Ihnen diese Armee jetzt bringen, wäre sie so gut wie tot. Die Republik hat unseren ersten Transporter abgeschossen. Sie haben irgendein getarntes Waffensystem. Es ist von den Scannern der Executioner verschwunden, kaum dass es aufgetaucht war. Dann müssen wir diese Geschütze ausschalten. Ich will meine Soldaten am Boden in einem Stück zurückhaben. Sobald unsere Scanner wieder funktionieren, werden wir die Geschütze der Republik aufspüren. Hier unten dürften die Daten präziser sein als auf der Executioner. Die Sel'kath haben wirklich ganze Arbeit geleistet. Mit ihrem Heimvorteil und der Unterstützung durch die Republik werden sie diese Position in kürzester Zeit zurückerobern. Was schlagt ihr vor? Colonel Cord sucht die Geschütze der Republik. Wir reparieren unsere Verteidigungssysteme. Davon gibt es rund um diese Plattform einige, aber sie wurden durch die Ionenexplosionen, die die Sel'kath ausgelöst haben, zerstört oder deaktiviert. Ihr müsst alle Verteidigungssysteme manuell reparieren. Klingt einfach, vor allem für uns beide. Ich bin sicher, Darth Norok wird sehr erfreut sein, wie gut wir die Situation meistern, Sir. Wer ist Darth Norok? Er ist im Rat der Sith, der neue Leiter der Logistik. Colonel Cord kümmert sich um die Kolto-Operation, aber den Oberbefehl hat Darth Norok. Er hat in allen Belangen das letzte Wort. Wäre schön, ihn zu informieren, ehe wir aufbrechen, Sir. Ich werde versuchen, ihn zu kontaktieren, aber nach allem, was passiert ist, ist er vermutlich unterwegs. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Cord, eure nicht enden wollenden Fehltritte werden zunehmend ärgerlich. Ich weiß, es sieht nicht gut aus, mein Lord. Ich bitte euch vielmals um Entschuldigung, aber ich und meine Partner werden das in Ordnung bringen. Das will ich hoffen. Darth Norok wurde informiert und wir wissen alle, was wir zu tun haben. Ich will diese Operation wieder aufnehmen. Ohne dieses Kolto wird es Tote geben. Mir ist klar, dass die Zeit drängt. Aber es gab keinen Grund, mich nicht selbst sprechen zu lassen. Sir, die Sel'kaths starten einen weiteren Angriff. Sie sind durch die unteren Ebenen gebrochen. Ich fürchte, wenn die Sel'kaths diese Plattform erneut übernehmen, wird niemand mehr mit Darth Norok sprechen. Überlass die Sel'kath uns. Wir kommen zurück, sobald wir die Verteidigungssysteme repariert haben. Alles klar. Dann viel Glück. Ich hoffe, ihr werdet es nicht brauchen.
Gute Nachrichten, Sir. Wir haben die Verteidigungssysteme reaktiviert und sind jetzt auf dem Rückweg zu Ihrer Position. Ausgezeichnete Arbeit, aber leider ist es noch nicht vorbei. Was soll das heißen? Wie mich Major Anri so zungenfertig erinnert hat, haben die Selkath einen Heimvorteil, da sie Ziele unter Wasser ungehindert infiltrieren können. Solange die Selkath so einfach in die unteren Ebenen der Anlage gelangen können, reichen unsere Oberflächenwaffen nicht aus, um sie abzuwehren, wie dieser zweite Angriff eindrucksvoll gezeigt hat. Wir haben gerade folgenden Befehl von Darth Norok erhalten. Ihr sollt unsere Verteidigung unter Wasser stärken, ehe ihr zurückkehrt. Wir haben dazu einige Minen vorbereitet. Das war Darth Noroks Idee? Hat er nicht gesagt, die Minen wären Zeitverschwendung? Ich hoffe aufrichtig, dass Sie nicht am Wort eines Sith zweifeln, Major. Dazu sind Sie eigentlich zu intelligent. Tja, wenn Darth Norok Minen will, dann sollten wir ihm wohl besser welche geben. Und woher bekommen wir diese Minen? Was das angeht, hat sich Kort nicht klar ausgedrückt. Kommt mit! In unserer Minenstation gibt es einen Tauchdruiden, der uns die Sache erleichtern dürfte. Wir müssen nur an ihn rankommen. Das ist doch schon mal was. Weiter so, Lieutenant. Lieutenant Dar hat unsere Langstreckenkommunikation reaktiviert. Die Holo-Gespräche sind zwar noch nicht stabil, aber immerhin konnten wir kurzzeitig Kontakt mit der Executioner aufnehmen. Leider sind wir bei der Reparatur unserer Scanner nicht sonderlich weit gekommen. Wir werden uns bei der Ortung der republikanischen Geschütze wohl auf die Executioner verlassen müssen. Wie ist es bei euch gelaufen? Wenn ich euch recht verstehe, waren Major Anri und ich die einzigen, die ihre Aufgabe erledigt haben. Und die Bürger des Imperiums, die von diesem Kulto profitieren, werden eure Bemühungen zu schätzen wissen. Darth Norok war kurz hier, bevor er zu seinem nächsten Ziel gereist ist. Ich habe ihn über unsere Fortschritte und euren Erfolg hinsichtlich der Verteidigung der Plattform informiert. Er schien recht zufrieden zu sein. Könnt ihr ihn nicht zurückrufen? Früher oder später müssen wir mit Darth Norok einen Plan für die Zeit nach dem Abzug der Republik ausarbeiten. Darth Noroks Priorität ist die Wiederaufnahme des Kulto-Abbaus. Er wird nicht erfreut sein, wenn ich ihn bei der Arbeit störe. Nach allem, was wir getan haben, könntet ihr wenigstens ein Holo-Gespräch mit Darth Norok arrangieren. Gut, das kann ich machen. Das ist die Executioner, Sir. Sie konnten wieder Kontakt zu uns herstellen. Stellen Sie sie durch. Vielleicht haben Sie Neuigkeiten zur Position der republikanischen Geschütze. Colonel, den Stern sei Dank, dass wir euch erreichen. Wir haben gerade ein Notsignal aus einem unserer Frachtdocks an der Oberfläche empfangen. Es war zwar schwach, aber wir haben alles verstanden. Die Republik hat ihre Position überrannt. Die gesamte Plattform ist abgeriegelt. Wenn wir nicht... Verdammt! In diesen Docks lagert genug Kulto, um das Blatt zugunsten des Imperiums zu wenden. Wir dürfen nicht zulassen, dass es in die Hände der Republik fällt. Ihr beide müsst sie aufhalten. Darth Norok? Es muss getan werden. Wir müssen die Kontrolle übernehmen. Das werden wir, mein Lord. Wir lassen niemanden mit unserem Kulto von dieser Plattform. Soll ich versuchen, ihn zurückzuholen? Ich denke, das ist nicht nötig, Sir. Diese Kulto-Transporter haben keine Piloten. Benutzt das hier, um sie irgendwo hinzuschicken. Dann erreichen sie ihr Ziel von selbst. Ich fürchte, dieses Kulto wird nur sinnvoll eingesetzt werden, wenn wir es Kort und Norok abnehmen. Ab hier übernehmen meine Leute. Solange sie das Imperium erreichen, wird Colonel Kort nichts sagen. Allerdings wird Darth Norok vermutlich nicht allzu begeistert sein.
ihr das? Kontaktiert Kort. Wir müssen hier weg. Weit vor euch. Hier besteht Hoffnung, dass ich durchkomme. Sir, wir sind hier unten bei den Frachtdocks auf eine kleine Überraschung gestoßen. Die Geschütze der Republik sind aufgetaucht. Was ist mit dem Kato? Wo ist es? Weg. Die Geschütze haben einige der Transporter zerstört. Aber die meisten haben den Planeten verlassen. Das ist schön für Sie, Sir. Unglücklicherweise hat die Republik gerade jede Menge frische Truppen vor unserer Tür abgesetzt. Wir sitzen hier drin in der Falle. Ich kann niemanden schicken, um sie rauszuholen, Major. Nicht solange diese Geschütze aktiv sind. Darth Morok würde nicht zulassen, dass ich noch jemanden darunter schicke. Ihr werdet mich nicht brauchen. Ich weiß, dass ihr zwei... Denkt ihr, da kommen wir ran? Wir müssen es versuchen. Morok? Was in allen Welten macht ihr denn hier? Ich helfe euch, eure Kolto-Operation wieder aufzunehmen, bevor alle sehen, was für ein Versager ihr seid. Das ist nicht meine Operation. Noch nicht. Nicht, ehe ich die Zügel wieder in den Händen halte. Ist das... Das soll wohl ein Witz sein. Steht nicht herum. Holt mich hier auf der Stelle raus. Ihr seid nicht zu beneiden. Das sieht unbequem aus. Bringt mich zu Kord. Dafür drehe ich diesem nutzlosen Schwachkopf den Hals um. Was hat er damit zu tun? Hätte er von Anfang an getan, was ich verlangt habe, wäre meine Anwesenheit gar nicht erforderlich. Was meint ihr damit? Colonel Kord hat sein Bestes getan, um diese Operation für euch am Laufen zu halten. Ich habe Kord mehrmals darauf hingewiesen, dass seine kleinen Minenstationen nicht genug sind. Das Imperium rackert sich nicht für ein paar mickrige Ressourcen ab. Wir nehmen uns, was wir wollen. Kord hatte nur eine Aufgabe, die vollständige Unterwerfung Manahans. Er hat sich geweigert, meine Anweisungen zu befolgen, also habe ich ihn seines Kommandos enthoben. Die Republik ist auf Manahan eingetroffen, als ich gerade auf dem Weg zur Oberfläche war. Ich hatte keine Zeit zu reagieren. Sie zerstörten im Bruchteil eines Augenblicks unsere Waffen, schossen mich ab und setzten mich fest. Die Waffen, die euch abgeschossen haben, das müssen die Geschütze sein, die Major Anri und ich zerstören wollen. Gut. Ich bin froh, dass das Imperium noch immer Verbündete mit Rückgrat hat. Ich störe diese überaus produktive Diskussion wirklich nur ungern, aber ich kann dieses Ding nicht landen, ohne aufzufallen. Da draußen sind zu viele Republikaner. Eine bessere Chance, diese Geschütze auszuschalten, bekommen wir aber nicht. Wenn diese Tiere alles sind, was zwischen mir und der vollständigen Unterwerfung Manahans steht, werde ich sie alle auslöschen. Und los geht's!
Nicht ein Selkath zu sehen. Die müssen großes Vertrauen in die Republik setzen, wenn sie diese Bestie ohne örtliche Milizen an Bord um Manan kreisen lassen. Macht euch nicht lächerlich. Es gibt kein Vertrauen zwischen Manaan und der Republik. Die Selkath wollen die Republik genauso loswerden wie wir. Genauso wie sie auch das Imperium loswerden wollen. Ich dachte, die Selkath hätten der Republik geholfen, eure Ionenkanone zu zerstören. Eine befristete Zusammenarbeit angesichts eines gemeinsamen Feindes. Woher wisst ihr das? Die sogenannten Soldaten, die mich bewachen sollten, waren nicht gut auf die Bewohner von Manaan anzusprechen. Der Missmut der Selkath angesichts der Gegenwart der Republik war für sie besonders irritierend. Die Truppen der Republik gelten hier als Aggressoren, als selbstgerechte und unerwünschte Invasoren, obwohl sie etwas gänzlich anderes behaupten. Und ich werde einen Weg finden, ihre scheinheiligen Überzeugungen gegen sie zu verwenden. Die Energieleitungen, die wir gegrillt haben, führen alle zu einer manuellen Steuerung auf der Brücke. Könnt ihr die Geschütze mit dieser Steuerung lahmlegen? Haben Hutten Schwänze? Dann haben wir unser Ziel. Gehen wir. Sie müssen gewusst haben, dass wir hier raufkommen. Unsere republikanischen Freunde haben dieses System besser abgeriegelt als eine Banta-Höhle. Kommt ihr rein? Oh ja, kein Problem. Und wir destabilisieren so viele Energieleitungen dieses Dings, bis ich die Geschütze von hier sprengen kann. Während wir uns in Sicherheit bringen, versteht sich. Verabschiedet euch vom glänzenden neuen Spielzeug der Republik. Halt! Was denn? Warum zerstören wir diese Waffen, anstatt sie selbst zu benutzen? Gegen die Republik, falls sie noch einmal versuchen, uns aufzuhalten. Erhöht die Leistung dieser Waffen, soweit es geht, Major. Macht sie so effizient, dass wir unsere uneingeschränkte Dominanz über diesen Planeten zurückerlangen können. Das geht leider nicht, mein Lord. Wir haben zu viele Energiequellen zerstört. Wir haben nicht mehr genug Saft, um die Geschütze zu überladen und ihre Zielmatrix online zu halten. Ich werde tun, was ihr sagt. Diese Geschütze werden auf alles feuern, was sich bewegt. Selkath, Republikaner, Imperiale. Gut. Das heißt, dass sie niemand anderes abschalten kann. Wenn die Schiffe der Selkath von republikanischen Waffen zerstört werden, verschärft sich ihr Zerwürfnis. Die Selkath können nicht an zwei Fronten kämpfen. Und wenn sich der Staub gelegt hat, wird Manaan mir gehören. Ida, hört ihr mich? Wie ist der Status dieser Geschütze? Wir sind jetzt an der Steuerung, Colonel, aber ihr... Bitte kommen! Verdammt! Ich dachte, wir hätten unsere Kommunikationsprobleme im Griff. Colonel? Falls ihr mich hören könnt, diese Geschütze müssen ein für alle Mal zerstört werden. Unsere Leute brauchen Kulto, und das hier ist der beste Weg, sie damit zu versorgen. Aber wir können nicht weitermachen, solange wir die Republik im Nacken haben. Darth Noroks Befehle sind eindeutig. Zerstört die Geschütze! Alles in Ordnung? Konzentriert euch, Major. Macht, was ich sage, dann werdet ihr belohnt, als hättet ihr ganze Welten erobert. Tut mir leid, mein Lord, aber er hat hier das Sagen. Wenn das Imperium Kolto braucht, um diesen Krieg zu gewinnen, dann nehmen wir uns alles, was Manaan hat. Macht, was Darth Norok sagt. Was immer ihr sagt. Countdown gestartet. Ich habe uns genug Zeit gelassen, um zur Fähre zurückzukehren. Aber wir sollten uns beeilen, bevor diese Dinger das Feuer auf uns eröffnen können. Bringt mich zu eurer Operationsbasis. Es wird Zeit, dieses Chaos unter Kontrolle zu bringen. Mich ja schon öfter in Erstaunen versetzt, aber ich hätte mir in meinen wildesten Träumen nicht gedacht, dass sie etwas derart Dummes tun könnten. Mäßigen Sie sich, Major! Ich werde diese Insubordination nicht dulden, solange noch so viel zu tun ist. Ich soll mich mäßigen?
Wie blöd sind sie eigentlich? Wir haben Darth Nohrok gefunden, Colonel, und er war nicht allzu begeistert von ihren Spielchen. Sie hatten die Frechheit, ohne seine Erlaubnis für ein Mitglied des Rates der Sith zu sprechen, aber das hat ihnen nicht gereicht. Erst sagen sie niemandem, dass Nohrok vermisst wird, dann fälschen sie seine Befehle und dann ziehen sie auch uns noch in diesen Irrsinn rein. Ich weiß, Nohrok war eine Nervensäge, Sir. Und ich weiß auch, dass sie das Imperium wegen ihm nicht so unterstützen konnten, wie sie es für richtig hielten. Ich hätte sie wohl verstanden, wenn sie mir das alles von Anfang an erzählt hätten. Aber sie haben mich belogen und das verstehe ich nicht. Habt ihr auch nur eine Sekunde darüber nachgedacht, was das für Major Anri bedeuten könnte? Für die Soldaten, die eure Befehle ausgeführt haben? Oder ging es immer nur darum, was ihr wollt? Ich wollte diese Soldaten und alle anderen beschützen, die andernfalls Noroks gefährlichen Ansprüchen zum Opfer gefallen wären. Wo ist Darth Nohrok? Er ist unterwegs. Dann lasst mich wenigstens alles erklären, bevor er eintrifft und meine Bestrafung anordnet. Was genau haben Sie denn getan, außer sich zum Narren zu machen? Die Lage, in der ihr Nohrok vorgefunden habt, ist das Resultat seiner eigenen Arroganz. Als der Kontakt zu ihm abbrach, habe ich seine Abwesenheit einfach genutzt. Ich habe meiner Bewunderung für die Sith während meiner gesamten Karriere Ausdruck verliehen. Ich habe ihnen gedient, ohne Fragen zu stellen, und geglaubt, sie hätten das Recht, über das Imperium zu herrschen. Und dann bekam ich die Chance, diese Operation zu leiten. Mir gefiel die Vorstellung, Soldaten zu helfen, am Leben zu bleiben. Nohrok meinte aber immer nur, ich müsse in größeren Maßstäben denken. Er wollte ganz Manan unterwerfen, aber wir hatten nicht die Ressourcen, um einen ganzen Planeten dauerhaft zu besetzen. Das hätte zu nichts geführt, außer Noroks Ego zu stärken. Also habe ich mich geweigert, treue Bürger des Imperiums für etwas derart Verantwortungsloses zu opfern. Und ich bedauere weder diese Entscheidung, noch meinen Entschluss, Noroks Namen zu benutzen, um dem Ehrgeiz eines Sith nicht ein einziges Leben zu opfern. Bereut ihr es jetzt, Kord? Könnt ihr immer noch an euren Prinzipien festhalten, während die Luft aus euren Lungen weicht? Mein Lord, wenn er... Endlich. Ich dachte schon, ich komme nie durch. Ich werde eure disziplinarischen Maßnahmen hinsichtlich eurer Untergebenen nicht in Frage stellen, Nohrok. Aber das ist einer meiner Leute. Lasst ihn frei. Jetzt. Ich verlange, dass dieser feige Mistkerl exekutiert wird, Krovos. Wofür denn? Inkompetenz, Pflichtverletzung, die Anmaßung, für einen Sith zu sprechen. Das ist enttäuschend, Colonel. Hat jemand Beweise, die Darth Noroks Anschuldigungen stützen? Colonel Kord hat uns alle belogen und uns falsche Befehle erteilt, die Darth Noroks Pläne unterwandern sollten. Mehr muss ich nicht hören. Aber Kord gehört mir, Nohrok. Major Anri, tut mir leid, dass euch das zufällt. Verhaftet Colonel Kord. Ich will, dass er umgehend zu mir gebracht wird. Ich habe die Vollmacht der Hand des Imperiums, jeden zu verhaften, der gegen die Regeln der Sith verstößt. Kord bleibt auf Odessen in meinem Gewahrsam. Wenn das eure Entscheidung ist, gehe ich davon aus, dass ihr Kord entsprechend behandeln werdet. Das ist vermutlich das Beste, was Ihnen passieren konnte. Sir, Talriss, da, bringt ihn raus. Ich komme gleich nach. Arbeitet weiter an euren Plänen für Manan, Nohrok. Der Krieg wird nicht auf euch warten. Ich hätte es vorgezogen, Kord, tot vor mir liegen zu sehen. Das Imperium braucht keine Emporkömmlinge. Die denken, sie könnten sich mit den Sith anlegen.
Ihr habt Glück, dass ihr immer noch nützlich seid. Aber sollte sich das irgendwann ändern, hoffe ich, dass ich in der Nähe bin. Ich habe den Rest unserer Verstärkungen an den Geschützen vorbeigebracht. Natürlich musste Darth Nohrok sie einschüchtern, sobald sie hier waren. Das wird noch ein wilder Ritt hier. Wir hatten schon genug Probleme, die Sel'Kath fernzuhalten, als wir nur einen Wasserabschnitt unter Kontrolle hatten. Ich mag es, wenn ihr so redet. Das klingt so bestimmt. Wirklich? Alle anderen würden sagen, dass ich den Mund zu voll nehme. Schön, dass euch das nicht stört. Ich habe euch so oft in Aktion erlebt und ihr hört nicht auf, mich zu erstaunen und mir den Hintern zu retten. Ihr seid es vermutlich leid, dass sich euretwegen ständig alle überwerfen und ich bin mir sicher, ihr wollt nicht hören, wie beeindruckend ich euch finde. Allerdings kann ich die Zahl der Leute, denen ich vertraue, an einer Hand abzählen. Jedes Mal, wenn wir uns treffen, verdient ihr euch einen Platz auf dieser Liste. Ich hoffe, euch ist klar, wie sehr ich das zu schätzen weiß. Wenn ihr mir zeigen wollt, wie sehr ihr mich schätzt, könntet ihr mir zuerst mal was zu trinken spendieren. Keine schlechte Idee. Aber ich wüsste da etwas Besseres. Ihr habt recht. Das war viel besser. Hoffen wir, dass wir nicht allzu lange warten müssen, bevor wir das wiederholen können. Aber egal, ich weiß, ihr habt viel zu tun und ich will euch nicht von der Arbeit abhalten. Danke, dass ihr so lange geblieben seid. Ich wusste, ihr habt viel um die Ohren, aber das ist etwas anderes. Deshalb lasse ich euch jetzt allein. Hey, Commander. Ich habe gehört, die Lage auf Manan ist ziemlich haarig. Es kursieren Gerüchte, wonach eines unserer Waffensysteme unsere eigenen Leute tötet. Ist da unten alles in Ordnung? Ich hoffe, ihr stellt mein Engagement für die Republik nicht wegen eines Zwischenfalls in Frage. Hey, ich weiß, ihr schafft das. Aber ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich euch keine Hilfe anböte, wenn ihr sie braucht. Oder ab und an nach euch sehen würde. Also, ist während eures Besuchs auf Manan sonst noch was Interessantes passiert? Ich habe eine bedeutende Kolto-Lieferung für die Republik gesichert. Sie wartet auf Odessen darauf, dass sie jemand abholt. Tja, also, alles in allem sind das ziemlich gute Neuigkeiten. Außerdem möchte ich euch jemanden vorstellen. Einen imperialen Colonel namens Kort. Der Abbau des Koltos war seine Idee. Er wartet auf Odessen auf euch. Gerade als ich mich gefragt habe, was ihr wohl noch für uns tun könnt. Ihr habt einfach immer ein Ass im Ärmel. Ich kann euch gar nicht genug danken, Commander. Ehrlich, Meisterin Salderon geht zur Stunde einigen Hinweisen zu Darth Malgus nach, aber nach ihrer Rückkehr haben wir sicher neue Informationen für euch. Gut. Ich freue mich immer auf unsere Plaudereien, Jonas. Geht mir ähnlich. Bis zum nächsten Mal, Commander. Wo geht's hier zur Siegesfeier? Ich würde liebend gern mit euch schwimmen gehen. Aber dazu müssen wir euch erst richtig einkleiden. An sich gern. Aber leider habe ich heute schlechte Nachrichten. Wir haben den Kontakt zu dem Team verloren, das wir zur Erkundung der Festung von Darth Nul auf Ilum abgesetzt haben. Könnte eine einfache Fehlfunktion sein, aber angesichts der Bedeutung ihrer Mission und Darth Malgus Interesse an der Festung, sollten wir der Sache umgehend nachgehen.
Manan ist sicher genug. Nehmen wir euer Schiff oder meines? Ah, in diesem Sinne. Ich bin auf dieser Mission euer Chauffeur. Euch hatte ich hier nicht erwartet. Ich habe versucht, eure Mitarbeiterin zu überzeugen, dass ihr bei mir in guten Händen seid. Aber ich hatte noch nicht das Vergnügen, mit unserem geschätzten neuen Verbündeten zu arbeiten. Also dachte ich mir, das wäre ein perfekter Zeitpunkt, sich besser kennenzulernen. Wie könnte ich eine so charmante Bitte abschlagen? Ich muss noch einige Vorbereitungen treffen. Sehen wir uns dann auf dem Schiff? Er weiß, mit Leuten umzugehen. Wir können ihm nicht vertrauen. Lasst Malgus das Imperium zerschlagen. Was geht uns das an? Ich bezweifle, dass Malgus im Interesse irgendeiner Seite agiert. Wenn er beteiligt ist, müssen wir ihn stoppen. Wollen wir? Genau darum geht es. Über euch ist im Augenblick so wenig bekannt. Ihr seid ein Mysterium. Genau wie Darth Nul. Stört euch das? Ganz und gar nicht. Ich amüsiere mich. Ihr solltet die Geschichten hören, die sich die Leute erzählen. Sollte ich? Ihr fändet sie sicher schmeichelhaft. Einmal habe ich gehört, dass ihr nur an der Seite eures beeindruckenden Meisters bleibt, um eure wahre Macht zu verbergen. Immerhin, wer kann schon sagen, wozu ihr wirklich fähig seid, wenn ihr so lange in einem derart großen Schatten verharrt? Ja, wer kann das schon? Seltsam. Die Ausgrabungsstätte liegt unter irgendeinem Energieschild. Den Daten zufolge ist er aber weder imperial noch republikanisch. Ist das der Grund für den Abbruch der Verbindung? Vermutlich. Wir können auch nicht durchfliegen. Das heißt, wir müssen landen und zu Fuß weiter. Interessant. Ich werde Darth Krovos in Kenntnis setzen. Es kann nicht schaden, Verstärkung bereitzuhalten. Sieht wie eine normale Ruine aus. Der Ursprung des Schildes ist irgendwo am Eingang des Tempels. Ich schlage vor, wir schalten ihn erst einmal ab. Damit die Verstärkung direkt zu uns stoßen kann, falls nötig. Ihr denkt voraus. Ihr seid wirklich so gerissen, wie es heißt. Wollen wir? Irritierend. Ich habe eine Theorie. Angesichts des abnormalen Verhaltens der hiesigen Fauna manipuliert diese Maschine möglicherweise ihr... Tja, das war mal eine prompte Bestätigung. Wenn Darth Nul diese Maschinen gebaut hat, muss sie eine talentierte Wissenschaftlerin gewesen sein. Oder eine Meisterin der Sith-Alchemie. Oder beides. Selbst nach Jahrhunderten funktionieren ihre Konstruktionen noch. Mehr oder weniger. Das ist ziemlich beeindruckend. Der Schild. Er passt zu keinem bekannten System. Weil ihn Nul schon vor langer Zeit gebaut hat. Vielleicht hat ihn das Ausgrabungsteam versehentlich aktiviert. Und ist bei bester Gesundheit. Oder sie haben ihn aktiviert, weil sie angegriffen wurden. Wir sollten fürs Erste nichts ausschließen. Hm.
Wir können hier herumstehen und raten oder weitergehen und die Wahrheit ans Licht bringen. Na gut. Nach euch. Das ist der Ursprung des Schildes. Tote Jedi, tote Soldaten. Der hier gehörte zum Ausgrabungsteam. Hier muss der Angriff begonnen haben. Die Leichen. Sie wurden nicht alle durch Blaster oder Lichtschwerter getötet. Der Schild ist aus. Jetzt müsste die Kommunikation wieder funktionieren. Ich kontaktiere umgehend Darth Krovos. Der Feind war schon einmal hier. Gut möglich, dass sie Verstärkung heranziehen. Das sollten wir auch tun. Darth Nul war eindeutig ein Genie. Ihrer Zeit weit voraus. Wie kann es sein, dass wir keine Daten über sie haben? Mir drängt sich langsam der Verdacht auf, das ist Absicht. Ihre gesamte Existenz wurde gezielt gelöscht. Aber warum? Vielleicht wurde sie durch eine ihrer Erfindungen eine Bedrohung für den Rat der Sith. Oder den Imperator selbst. Wobei das schwer vorstellbar ist. Aber trotzdem, ich kann mir kaum jemand anderen vorstellen, der mächtig genug ist, jemanden so vollständig aus der Geschichte zu tilgen. Wenn wir ihre Geheimnisse lüften, können wir viel gewinnen. Hoffentlich sind ihre anderen Erfindungen nicht ganz so temperamentvoll. Krovos hat bestätigt, dass unsere Verstärkung unterwegs ist. Die Ruinen können nicht mehr weit weg sein. Beeilen wir uns. Das kann nichts Gutes bedeuten. Ich spüre etwas. Malgus, er ist hier. Beeilt euch! Ich hätte es wissen müssen. Ich bin nicht wegen euch hier. Geht mir aus dem Weg oder sterbt! Ihr wisst, ihr könnt nicht gewinnen, Malgus. Lasst eure Waffe fallen. Es ist vorbei. Ich bin nicht mehr der Mann, gegen den ihr gekämpft habt. Meine Bestimmung, das Schicksal der Galaxis, liegt vor mir. Nichts kann verhindern, was kommen wird. Selbst ihr nicht.
Wird es ihn halten? Bis er uns alles erzählt, was er weiß? Oder stirbt. Ich bin hier. Kommt und holt mich. Erbärmlich. Ein frisches Ausgrabungsteam wird die Arbeit auf Ilum in Kürze wieder aufnehmen. Malgus hat ein ziemliches Chaos hinterlassen. Aber mit etwas Glück wissen wir bald alles, was es über Darth Nul zu wissen gibt. Solange nicht eine ihrer Erfindungen einen Vorteil im Krieg gewährt, spielt das jetzt keine Rolle. Angesichts unserer schwindenden Kolto-Reserven müssen wir unsere Schlachten klug wählen. Die Zelle ist zufriedenstellend, Lord Eldred. Ich werde dem Rat der Sith meine Einschätzung übermitteln. Vielleicht werdet ihr es sein, der Darth Saviks Platz für sich beansprucht. Wie geht es für die Hand des Imperiums weiter, nun da Malgus gefasst ist? Egal, was das Imperium braucht, die Hand wird zur Stelle sein. Das wird der Rat gewiss gerne hören. Ihr denkt, das hier ist vorbei? Ich habe eine lange verborgene Wahrheit entdeckt. Einen Weg zur Macht, von Thronen verheimlicht und von Räten versteckt. Überschattet von einem Krieg ohne echten Sieger. Ich sah eine Vision der Zukunft, eine Galaxis in Flammen. Was ich begonnen habe, wird mit mir nicht enden. Das ist nur der Anfang.